Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der Team of the Week Critics hier auf dem Walk of the Hangar Channel. Wir sind mittlerweile beim Team of the Week Nummer 11 angekommen und ich habe mich diesmal entschieden, mehrere Spieler zu nehmen, beziehungsweise von einem Verein mehrere, weil es könnten ja von einem Verein wirklich mehrere treffen, beziehungsweise da ich mir unsicher bin, ob derjenige das wird oder nicht, habe ich mich für mehr entschieden als 24 Spieler, auch auf derselben Position. Und anfangen möchte ich wieder in der Bundesliga mit Piatek. Der hat beim Sieg von Hertha BSC gegen Union Berlin, die haben 3:1 gewonnen, zwei Joker-Tore geschossen und ich glaube damals in meiner ersten Team of the Week, Nummer 6, habe ich ihn gesehen im Team of the Week und meiner Meinung nach hat er es verdient, weil durch die Joker-Tore hat Hertha gewonnen. Und ob die Karte spielbar ist, ich denke mal schon für ein Lobatsches Team, sie waren nach FIFA gerade einsteigen, ein billig in Form, sehr gute Pace-Werte, gute Schusswerte, Dribbling ist auch okay und ja. Besser als gar nichts, beziehungsweise natürlich macht man ihn nicht unbedingt rot sehen, aber als Start, why not? Die zweite Karte ist Thomas Müller, er schoss 2 Tore, Bayern gegen Leipzig, Topspiel. Drei gespielt, Müller schoss 1 per Kopf, 1 per Fuß und sieht als Karte, die Pace wäre mittlerweile spielbar aus, die gibt es in Hand, der gut dribbeln werde, gut schießen, gutes Passen und ein 88er Müller in Rot ist schon ansehnlich gut verlinkbar und Müller zeigt einfach von Woche zu Woche, dass er vielleicht auch was für die deutsche Nationalmannschaft wieder wäre. Und in Rot, absolut fett. Kommen wir zu Bremen gegen Stuttgart. Bremen verlor 1:2 gegen Stuttgart und Roman Kituka hat dabei 2 Tore geschossen. Und ja, kommt mit meiner Nacht, Team of the Week, sehr, sehr gute Pace-Werte. Ideal für Silber Lounge. Den gibst du nochmal ein bisschen Schießen, aber nur reines Schießen, wo dann einmal Schießen gibt, Dribbling super. Eine SC-Karte, also super Sub. Absolut fit. Passt in der Meter. Den vielleicht zum Beispiel spielen, würden sich viele freuen. Da hat die Stuttgart-Fans, gibt ja eine. Und den ruft vielleicht, da ist er vielleicht zu wenig, aber Silberlund sehe ich ihn und herzlich willkommen im Team. Kommen wir schon zu Nummer 4. Radetzky hielt beim Leverkusen, gewann gegen Schalke 3:0. Hielt Radetzky einen Elfmeter, den sogar, er hat den Elfmeter an sich gehalten und nochmal den Nachschuss. Und Radetzky 86. Geht absolut fit. Für mich ein solider Torwart. Beziehungsweise für mich sogar ein sehr, sehr guter Torwart. Und ein 86er Rating-Spieler als roten Player-Pick nimmt man gerne. Wenn man ihn nicht einsetzt, gut wäre es für Sie. Rose Rating, Bundesliga, gut verlinkbar. Deshalb herzlich willkommen im Team of the Week. Wir wechseln in der Premier League. Und zwar beim Erfolg von Manchester United, wir waren 3:1 gegen West Ham, machte Alex Telles eine Torvorlage. Und es wäre ein Upgrade. Mit seinem OTW und Alex Telles, ich schiebe ihn selber. Den in Rot oder den, wenn jemand den OTW hat, Upgrade. Absolut geisteskranke Karte. Pace gut, Dribbling, der Junge kann schießen. Das ist eigentlich ein ZM, den kannst du eigentlich überall spielen. Und den Tür auf dem Weg, absolut geil. In Rot, super für die OTWs. Verlinkbar, kann man mir nicht so viel sagen. Absolut super Karte und hat für mich in Form verdient. Uamata hat bei dem Sieg auch eine Vorlage gemacht. Ob der reinkommt, weiß man nicht. Aber ich habe ihn trotzdem aufgeschrieben. Pacey ganz so gut, gute Passfälle, solide Schießen, sehr gute Dribbling, die müssen mehr Pace und das ZOM zum Start geht auch mit. Wäre nur 81er. Also nicht unbedingt das, was man sich darüber freut. Aber durch Spanien und die Premier League sehr gut verlinkbar für SBC. Und kommen wir, das wäre der erste Inform von Paul Pogba, der so langsam auf dem absteigenden Ast ist, aber trotzdem ein Tor geschossen hat. Deshalb auch er könnte den Inform kriegen. Warum ich will sagen. Alles gut, bis auf vielleicht die Def-Werte, aber vielseitig einsetzbar und das wäre absoluter Kracher, ihm im Team auch viel zu sehen. Wir gehen weiter. Chelsea gewann Leeds 3:1. Pulisic schoss ein Tor und hat meiner Meinung nach ein Team aus Rückkehr. Sehr, sehr guter Außenspieler. 91 Pace, passt in die Meter, die gibt es noch ein bisschen mehr Schießen, Dribbling super. Und den als 84er Super Sub oder vielleicht in der Startelf, wenn man noch kein Mané oder andere, oder ein Sterling oder so hat, geht absolut fit. Ehemaliger Dortmunder. Seine Leistung, Team of the Week, absolut verdient. Aber nicht nur Pulisic, sondern auch Zuma schoss ein Tor, das als Endverteidiger. Zwar nur eine 82er Karte, hat aber gute Def-Werte, vielleicht ein bisschen wenig Pace. Dem mit dem Shadow, ob es ja jetzt für die Weekend League reicht, weil gerade je nachdem, ob du die PlayStation 4 Version spielst oder die 5, bei der 5 vielleicht nicht, weil du kriegst aktuell nur die PlayStation 5 Gegner und da spielt man ja nicht der Meter, aber wenn man die PlayStation 4 Version zockt, bin ich fest davon überzeugt, ist diese Karte spielbar, weil mit Shadow hat er über 81 Pace und hat Dev-Werte, gute Physis-Werte und warum müssen wir Lob werden? Deshalb im Team aus dem Weg.
Wir gehen im nächsten Spiel. Da hat West Bromwich gegen Crystal Palace 5-1 gespielt. Und Ben Teke schoss dabei 2 Tore. Und ja, Ben Teke schoss dabei 2 Tore. Und wer macht die Silber Lounge? Nicht die besten Pace-Werte, aber gute Schusswerte und 2 Tore. Wenn du 2 Tore schießt, hast du mal noch verdient, im Team aus Wien zu kommen. Zum nächsten Spieler. Zaha hat in diesem Spiel auch 2 Tore gemacht und war der Man of the Match. Der hat einen Second Name Inform. Ich würde ihm wieder eine SD-Karte geben und die Karte, brauchen wir nicht viel sagen. Den Rot wäre absolut geisteskrank. Gute Pace-Werte, gute Schusswerte, solide Passwerte, sehr gutes Dribbling. Und ich habe ihn als 85er. Und den nochmal in Rot zu bekommen, wäre einfach genial. Wir kommen zum nächsten Spiel. Tottenham gewann gegen Arsenal London 2-0. Und bei diesem Spiel schoss Harry Kane ein Tor, eine Vorlage und er wäre absolut geisteskrank. Also die Pace nicht, aber den Rot bekommen wäre absolut genial. Gute Pace-Werte, sehr gutes Schießen, gutes Pass, gutes Dribbling und Harry Kane, sehr gut verlinkt wäre. Geile rote Karte, würde ich mich sehr darüber freuen. Über Super Sub und ja, beziehungsweise vielleicht sogar als Startmaß-Test. Geil. Der nächste. Liverpool gewann gegen Wolverhampton. Die Wolves 4-0. Martet scheute dabei ein Tor. Auch irgendwie gleich sowieso Zuma. Sehr so ein bisschen langsam. Aber die Deathbälle überzeugen. Und den mit dem Shadow absolut spielbar. Wäre genial. Deshalb für mich ins Team aus dem Weg. Und vom 80er Rating. Kann man gut einsetzen, wenn man den nicht benötigt. Das ist sie. Wijnaldum. Schoss sogar auch ein Tor. Und Wijnaldum ist schon Gold. Super. Zum kleiner Baby Hollet und auch den in Rot. Super, super. Wird absolut fit gehen. Jetzt gucken, wie man ihn spielt. Vielleicht als Offensivkarte, als Defensivkarte. Deswegen auch den. Wäre super in Rot. Kann man nicht viel sagen. Einfach nur top. Aber der wahrscheinlichste ist nämlich Salah. Ein Tor, ein Vorlauf. Ist der Man of the Match. Es wäre dann erste Inform. Super Pace-Werte, super Dribbling. Er hat zwar nicht den 5-Star Wickford oder 4-Star Wickford, aber geht absolut für die Spiele im Gold. Den in Rot. Hammer. Wir gehen in die La Liga und da hat Atletico Madrid Valladolid besiegt 2-0 und Trippier macht dabei 2 Vorlagen als Verteidiger. Nicht die schnellsten Pace-Feld, aber mit einem Shadow ist er absolut spielbar. 85er Karte, freut man sich immer im Team aufs Weg. Und ja, gebt mal noch fit, herzlich willkommen bei uns im Team aufs Weg. Wir gehen jetzt schon wieder zu Serie A und kommen zu Bonucci. Er schoss das Siegtor, er köpfte das Siegtor. Juventus gewann im Stadtderby gegen Torino 2-1 und Bonucci machte das Tor. Einen wichtigen Sieg für Juventus. Auch da nicht die schnellste Pace-Werte, aber 88 Def, sehr gutes Werding, gut verlinkbar. Und mit Shadow ist er wie einer oder doch spielbar und er hat es einfach verdient. Inter gegen Bologna. Inter gewann 3-1. Hakimi schoss dabei 2 Tore und er hat ein Zecken der Inform für den Monster Watch. Gute Pace-Werte, sehr gute Passwerte, gute Dribbling-Werte. Als Außenspieler genial, super Sub. Hammer. Natürlich hatte er vor 2 Wochen, aber es würde wieder passen. Also 2 Wochen Pause. Würde gehen. Aber herzlich willkommen im Team of the Week. Ja, natürlich für Inter Mailand gewonnen, habe ich ja gesagt. So, wir kommen schon zum nächsten. Ich habe gerade überlegt, ob ich heute gesagt habe. Willkommen zu Crotone vs. Neapel. Die gewann 4-0 und Insigne hat ein Tor, eine Vorlage und hat zu meiner Meinung nach in Simus Week, weil die Karne, jetzt aufpassen, beide gleichzeitig rein mit Hakimi. War nicht schon nochmal. Insigne habe ich schon damals in Rot gezogen, vielleicht ziehe ich nochmal in Rot. Er hat nicht viel mehr als der 86er, aber trotzdem Pace gut, Dribbling super, wirklich super, super Sub. Und ja, den in Rot, why not? Wir wechseln die Liga, wir sind schon gefühlt fast am Ende anbekommen. Aber ein bisschen haben wir noch. Wir haben einen Spieler von der Liga. Montpellier gegen Paris ging 1-3 aus. Und Dagba schoss dabei ein Tor als Rechtsverteidiger. Der hat, wie gesagt, zu anderen Rechtsverteidigern relativ gute Pace-Werte. Der braucht ein bisschen mehr Def. Aber auch dann gilt der Spieler, gerade für eine 78er Karte, ist sehr spielbar. Ob man sich der Rot dabei freut, ist die zweite Sache. Aber dennoch geht er meiner Meinung nach fit für das Team aus dem Weg. Wir gehen nach der österreichischen Liga, der österreichischen Bundesliga. Und beim Erfolg von Stuttgart aus der Wien. Nämlich 14 gewonnen, schoss Kitaishvili 2 Tore und wäre perfekt auf die Silberlounge. Gutes Stats für den ZOM und ja, brauchen wir nicht viel sagen.
Silber-Lounge-Kandidat, ob es wird, wer es wird, ob er ersetzbar. Will natürlich gefühlt keinen Rot haben, weil die meisten gute Karten haben. Trotzdem, für Silber-Lounge-Spieler für irgendwelche Aufgaben geht er fit. Wir gehen jetzt am zweiten Hartberg ab Queen, ab Wiegand 3:1. Arce schoss dabei 2 Tore und er würde im Meter passen. Wieder super Silber-Lounge-Spieler. Ein 70er Spieler geht absolut für gute Pace-Werte, Dribbling-Werte, bisschen mehr schießen. Er entspricht dem Meter, wäre auch hart für Silberkandidat. Wir gehen jetzt in der russischen Premier League, wo wir auch die letzten Spieler haben. Als dieses der Verteidiger Dinakiev, Lok Moskau, gewann gegen Kasan 3:1 und er schoss als Verteidiger 2 Tore. Höchstwahrscheinlich kriegt er einen Platz in Timor Süd. Nicht die besten Pace-Werte, vielleicht eher so ZM einwechselbar, wenn überhaupt, aber trotzdem hat er es verdient. 2 Tore als Rechtsverteidiger. In Rot nicht unbedingt ein Kandidat, den man sich freuen würde, aber dennoch hat er es verdient, in Timor Süd zu kommen. Nun kommen wir zu zwei Spielern, die ich bei Cardgator nicht gefunden habe, und zwar jetzt in die Partie. Ah doch, Larsson haben wir noch gefunden, sorry. Das ist bei den nächsten. Larsson schoss 2 Tore beim Erfolg bei Moskau gegen Tambo und ist der Sohn von Henrik Larsson. Deshalb, den ist Timo Süd, aber haben nicht, dann kannst du beide mal zocken. Ist nicht unbedingt der schnellste, aber er hat solide 70er-Sets, also kann man mit ihm trotzdem was anfangen. Und wenn 2 Tore schießt, hat es mindestens einen Platz auf der Bank verdient. Da kann man sagen, man hat Vater und Sohn. Man hat Vater und Sohn Kloibert, Vater und Sohn Thüram gibt es ja noch nicht. Aber genial. Jetzt kommen wir zu zwei Spieler, da habe ich andere genommen. Nämlich beim Sieg von Zenit gegen Jekaterinburg 5:1 schoss Osman 3 Tore, deswegen habe ich als Stürmer Kogurin genommen. Ich würde ihm so die Werte geben. Man hat die leider nicht beim beim Foot-Kartenhersteller gefunden. Kartenhersteller. Und so ist es auch beim letzten Spieler. Da habe ich Schalke genommen. Krasnodar gewann gegen Wolgograd 5:0 und Klaassen schoss 2 Tore. Und ja, das war's für die Ausgabe. Noch die Info, wir hatten bei den letzten Team of the Prediction 5 bis 6 richtig. Mal schauen, wie es diese Woche aussieht. Das erfahrt ihr im nächsten Video. Und auch, ihr könnt gerne die alten Folgen abchecken. Wie hatte ich da richtig? Beziehungsweise unsere neuen Formate wie unsere Rewards, die jetzt gestern kamen. Genau, die kamen am Dienstag. Das war jetzt ein bisschen neuer geschaltet. Und es wird auch bald neue Formate geben. Könnt auch gerne auf Twitch einschalten. Alles unten verlinkt. In diesem Sinne, lasst einen Kommentar da, lasst ein Like da. Ich bin raus. Tschüss, ciao, euer Salih.